So, Herr Hoxton, da sind wir wieder. Ja, Warte mal, die hat da. Sag mal, was hat die denn da auf dem Kopf? Sind das so Kapseln für ist das ein Kuchen? Espressomaschine? Warte mal, ich komm mal runter. Moment, ich hab Hunger. Das sind doch Kapseln für eine Espressomaschine. Nein, das ist ein Kuchen. Darf ich mal gucken? Hat die einen Kuchen? Scheiße. Die hat einen Kuchen. Oh, Entschuldigung, ja, ich meine die Knarre weg. Entschuldigung. Ist das Kuchen hier? Was ist das für ein Kuchen? Interessant aus, ne? Ich mach mal einen Vorschlag. Ja. Wir machen jetzt mit denen Mittag. Ja. Ne? Und nach dem Mittag, finde ich, machen wir dann Abendbrot. Okay, alles klar. Auch mit denen hier? Ja, weiß ich nicht. Ist der Kuchen ja weg dann. Ach so. Ja, egal. Wir müssen jetzt los. Ja, Entschuldigung. Wir müssen Entschuldigung, los. Wir wollen sie, also... Moment, das erinnert mich aber an irgendwas. Wer, der Kuchen? Ja, pass mal auf. Kannst du dich doch damals in der Werbung... Da gab es auch so einen Kuchen, der hat so ausgesehen. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen. Leute, wenn ihr das wisst, schreibt mal bitte in den Kommentaren. Ich komme nicht mehr drauf. Da gab es eine Werbung. Und da hat der Kuchen... Sie aber, die krabbelt sie gerade an da. Ja, die hat auch eine tolle Kette. Aber ganz ehrlich gesagt... Ich lasse euch mal alleine, ne? Nee, lass mal, ich will mitkommen. So, wir gehen dann mal zum Auto, weil der Herr Hoxton fährt. Wieder? Ja, fahren. Wenn sie ihn hier. Ja, stimmt, gehen. Absolut. Da bin ich auch. Da bin ich auf ihrer Seite. Also, sehen Sie? Ich fahre, sie fliegen. Das ist eine gute Idee. Ja. LKW? Oh Gott, das wird jetzt heute. Ich möchte mich jetzt schon für alle toten. Welchen möchten Sie denn nehmen? Sehen eigentlich beide gleich aus, muss ich sagen. Aber ich möchte den hier nehmen, weil der irgendwie Fische oder. Jemand hat auch was. Ich glaube, der hat. Sie haben da eine Markierung gesetzt, kann das sein? Die 300 Nein, Meter? Nein, das ist ihre. Die B-Markierung? Moment, stopp. B? Die ist versehentlich passiert, Entschuldigung. Okay, danke schön. So, sind Sie denn bereit? Ja, ich bin bereit. Also, wir sind jetzt, wir liefern Stroh aus. Kennen Sie ja noch vom Eurotruck. Hat der auch eine Hupe? Suchen Sie jetzt nicht nach der Hupe, fahren Sie lieber. Pass auf, hier ist noch ein Gegner irgendwo. Der kommt jetzt gleich auf der rechten Seite. Da müsste er irgendwo auftauchen. Ja, der ist oberhalb. Oberhalb. Sollen wir den Weg holen? Nein, fahren Sie doch jetzt. Ja, war ja wieder klar. Wir müssen doch eh oberhalb jetzt gleich hoch rechts. Schafft der Wagen das überhaupt hier? Hey, stopp! Stopp! Was willst du? Wir sind zu weit. Stopp! Hä? Da hoch. Schafft der Wagen das? Boah, der hat einen geilen Sound. Ja, wie schafft der Wagen dann überhaupt? Was ist das für eine doofe Frage? Das ist der Mörser-Einsatz, wollte ich nur sagen. Da sollten sie auch gar nicht hin. Dahinter müssen wir. Der ist aber dahinter. Den können sie ja ruhig hochfahren. Bleiben sie mal stehen. Warten Sie mal. Aus hier. Ich park mal hier ein. Weil hier ist auch eine Zubehörkiste. Dann nehmen wir die auch noch mit. Ich habe einen Zivilisten angefahren. Ja, das ist ja schön. So, ich steig mal aus. Moin. Ja, pass mal auf, ich mach mal Mörser eben kurz, boom. Nein, sie machen... Doch, ich mach Mörser, boom. Mit Granatos. Wo ist denn... Hä? Alter, ich muss den starten. Ja, das ist... Nee, das ist nicht gut, das machen wir nicht. Ach, das ist wieder so eine Geschichte, wo man da wieder... Wieder vor Ort bleiben muss und die kommen von allen Ecken und das ist hier so verschachtelt und verschuckelt. Ich frag mich gerade, warten Sie mal. Das ist unten. Ist da hier eine Höhle oder sowas? Hier unten, kommen Sie mal her, wo sind Sie überhaupt? Nee, ich suche was anderes. Achso. Ach, hier ist die Kiste, alles klar. So, ach, die Kiste. Können wir schon in den Nachschub. Ja, dann machen sie mal. Nahrungspaket. Ja, das Schlimme finde ich aber auch. Oh, moin! Ich hätte gerne, lassen Sie mich überlegen. Irgendwas hätte ich gern. Bierchen oder so? Ich hätte gern Bier. Oh! Hallo? Wo sind Sie? Ja. Jaqua Blanco, kommen Sie mal her. Hier ist Oya Cola, wenn Sie die möchten. Oya Cola. Cola ist immer gut. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall darunter irgendwo. Cola. Hüpf. Warte mal, hier ist ja irgendwo einer, ne? Hier soll irgendwo noch einer sein, hab ich ja unterhalb, wenn schon. Schauen Sie mal darunter da. Ja, da. Wenn wir jetzt ein Dröhnchen starten lassen, was ich eben tue. Ich nehme die Drohne. Dann können wir da mal runterfliegen. Ja. Denn da müssen wir hin. Das ist eine Mine.
eine Mine? Eine Pelemino-Mine. Warte mal, ich gehe mal hier rein. Hier könnte auch noch was. Da ist auch der Story-Einsatz. Und hier muss irgendwo auch die Kiste sein. Aber die Kiste muss irgendwo anders sein. Wo ist die Kiste denn? Hier unten? Nein. Leute, da sind ja ein paar Leute hier. Nein, ist aber nix. Drittes Ziel da. Da ist ein Schneipi. Nur das Ding hier. Da ist noch einer. Alarm eingerichtet. Da ist noch einer im Turm. Ich zähle 5. Das ist eine Mine. Das ist eine Mine, Herr Ochsen. Ja. Hören Sie auf. Ah. Ist ja, ich würde so sagen, wir nehmen uns dann erstmal den Turm vor. Ist Ihnen das von alleine aufgefallen, dass das eine Mine ist? Das ist eine Mine. Weil, wie, was? Das ist eine Mine. Termine? Keine, nicht Hermine. Alter, das sind aber viele, ne? Kommt ein Zug. Dann können, da wir, kommt, den Krach, dann können wir den Krach ausnutzen. Was halten Sie davon? Habt ihr das gesehen, Leute? Wie doof muss man sein? So, der ist weggefallen. Ich lach mich kaputt. Hat er sich vor den Zug geschmissen? Oder? Ja, der läuft auf dem Gleise mit dem Rücken. Der Zug fährt ihn einfach überlaufen. Einen habe ich im Turm rechts erledigt. Ja, das ist schön. Dann können Sie den Turm links auch erledigen, wenn Sie möchten. Darf ich? Ja, natürlich. Erledigt. Und wir schießen jetzt beide gleichzeitig. Und jetzt kommt der Trick. Losgeht, also, auf eure Ziele. Komm mal zu Ihnen runter. Wir sehen noch den Alarm, ne? Ja. Und davor, vor dem Alarm, sitzt noch jemand. Weil eigentlich wollten wir doch die Zubehörkiste holen. Ja, wir machen das erstmal da. Wir sind jetzt einmal dabei. Ja, das ist doch hier nebenan. Ja, ist doch egal jetzt. Lassen Sie uns erst die Zubehörkiste. Kommen Sie mal her. Kommen Sie mal her. Och Mann, jetzt muss ich ja wieder hochklettern, ey. Ach, klettern. Sie hüpfen da mal mit Ihren jungen Spagatbeinen. Spagatbeinen. Ja. Sie wissen ja, dass Sie Schwimm- und Kletterfüße haben, ne? Ja. Hier kann man doch... Die muss doch hier irgendwo sein. Ist sie im Berg? Ja, was habe ich Ihnen denn gesagt? Der Mine. Ach, Mine, ja. You know? Yes, so. Okay. So, passen Sie mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden jetzt mal ein bisschen schnipern hier. Ja. Ich schnipere den da oben auf dem Dach. Was halten Sie davon? Wen da oben auf dem Dach? Sie müssen mit mir reden jetzt. Rechts unter dem... also unter den Hauptmann, ja? Ach, warte mal. Da unten ist der Hauptmann. Der kommt gerade raus. Ex-Bodyguard. Reden wir mit ihm. Wir sollen ja mit ihm reden, die sollen wir nicht töten, ja. Dann müssen wir mit dem reden. Ja, aber dann müssen wir den oben erstmal töten. Ja, dann lass uns das mal tun. Erledigt. Das ist sehr schön. Dann haben wir. Alarm? Ja, hast du ausgeschaltet? Ja. Sehr schön. Dann geht's weiter. Einer hat was gemerkt, glaube ich. Wenn ich jetzt auf den schieße, dann ist das nicht gut. Doch. Aber eigentlich schon. Jawohl. Der Tango ist hin. Dann gehen wir mal runter. Denken Sie dran, im Haus sind auch noch welche. Ich glaube, die sollten uns zuerst schnappen. Ja. Aber mal einen Blick auf den, pass auf, ich gehe ins Haus und du unter... Warte. Ja, ich sehe gerade, den haben wir übersehen. Oh, scheiße. Erledigt. Alles gut. Wir gehen runter. Ja, den haben sie aber nicht markiert, ne? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Wollen Sie in die Mine gehen und den Typen schon mal suchen und ich kümmere mich um den Rest? Kann ich machen. Wenn ich hier lebend... Ah, warte mal, hier sind noch welche. Markieren Sie. Nee, das sind Bauarbeiter. Nee, das sind die im Haus. Die hole ich mir. Hinter uns ist auch noch was rot, was auch immer. Ja, ist in der Höhle. Da müssen wir hier runter. Dann gehen Sie in die Höhle und ich hole mir die restlichen hier. Meinen Sie? Ja. Aber wenn ich den Typen nicht heimlich kriege, dann ist aber ein Problem. Wieso? Alarm ist ausgeschaltet. Ich hole mir die anderen. Ich gehe mal hier rein, ja? Jawohl. Die Waffenkiste ist hier drin. Ja. Muss mal gucken, wo die Typen hier sind. Ah, da ist der Eingang, okay. Okay. Sobald sie die erledigt haben, kommen sie zu mir. Mhm. Wo ist der Typ? Mach mal Nachtsicht an, damit ich auch was sehe. Wo sind die denn, die Typen? Da. Okay. Hat einer was beobachtet? So, erledigt. Aber Waffenkiste habe ich. Wo
ist der? Da muss noch einer oben sein. Der kommt jetzt. Da ist einer. Okay. Kommen Sie mal zu mir. Ja, der ist ja hier. Obwohl. Der muss hier irgendwo sein. Ah, hinter mir. Scheiße. Hab ihn. Erledigt. Kommen Sie zu mir? Nee, ich. Scheiße, der Typ kommt zurück. Ja, du musst ihn ja schnappen. Greifen. Naja, ich muss jetzt erstmal. Ich muss jetzt erstmal weg. Ich muss mal eben Nachschub holen. Der kommt, ich laufe gleich hinter dem her und schnapp mir den. Ja. Und dann kommen Sie zu mir. Hier sind auch noch Papiere für Sie. Ja, das ist gut. So, der Typ kommt jetzt. Ja, ich bleib mal hier in der Ecke. Haben Sie ihn? Scheiße, da kommt noch jemand. Fuck. Fuck. Da ist ein zweiter Tango. Ausgeschaltet. Geben Sie mir eine Anweisung. Kommen Sie zu mir. So, den muss ich ja verhören, den Macker. Ja. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Der kommt. Lauf, pass auf, bleib da, wo du bist. Jawohl. Weil der kommt mir jetzt entgegen. Jawohl. Und dann schnappe ich mir den gleich. Jawohl. Sobald er mir vorbeiläuft, schnappe ich mir den. Jawohl. Und dann kommen Sie zu mir. Jawohl. Hier sollen irgendwo Briefe sein, aber ich sehe die gar nicht. Da soll noch Zubehör sein. Ich hab ihn. Sehr schön. Komm her zu mir. Ja, Moment. Erst dann kann ich ihn verhören. Ja. Halten Sie ihn gut fest. Ja, ja, der läuft nicht weg. Sie sind in der Mine? Ja. Wo ist der Eingang? Ah, hier. Cool. Oh, ich habe ihn auf jeden Fall. Ja, ich komme. Ja. Bin da. Okay. Okay. Ich verhöre mal den Vogel. Alto, halt. Deténgase. Arturo Ruiz, DJ Pericos ehemaliger Leibwächter. Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Ihren Hund getötet? Warum? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Ich brauch den echten Namen und ein Foto. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Mann. Okay. Garcia. Okay, dann holen wir uns die Kiste. Ja, die steht hier vorne. Marco Garcia. Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ja, kurzen Lauf. Sie können die Markierung entfernen, haben sie schon, gut. Sollen wir uns mal hier in der Höhle umgucken? Das sieht ja cool aus hier. Also hier bin ich nicht lang gegangen. Da können wir da runter gehen. Wow. Und das mal so anschauen. Wer weiß, was wir da noch finden. Und wo wir rauskommen vor allen Dingen. Mhm. Na, ich kann mir das schon vorstellen. Ach, hier ist auch noch ein Gängchen. Wir gehen mal hier durch, Leute. Oh, nee, da ist Unidad. Ja, Unidad ist ja woanders. Boah, ist der ganze Berg durchgedünst. Durchgedünst? Wow. Ich mach mal Nachtsicht an. Das ist ja cool. Guck mal, hier da ist kommen wir raus. Ach du Scheiße. Leute, das geht ja hier noch raus. Weiter. Ja, du siehst doch, wo du bist. Unglaublich. Ich guck mal auf die Karte. Mal, da sind wir rein, da oben. Wir müssen noch mal zur Pilkamine. Da war noch ein Dokument. Ja, los. Und dann könnten wir eigentlich... Ja, eigentlich können wir abhauen, weil das haben wir ja. Ja, wir müssen das Dokument aber noch haben. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir holen das Dokumentos. Ja, und dann sind wir hier eigentlich... Wahnsinn, oder? Aber das mit so einer Mine, ne? Können Sie sich noch erinnern an Night of the Dead? Ja. Da war das ja auch, ne? Da sind wir ja auch so wahnsinnig... Ja, da mussten sie auch mehrere Etagen runter und rauf und so. Ja, genau. Guck mal hier. Da ja, geht's noch weiter in die andere Richtung. Ist. Ja, da kam der ja her. Nee, hier kamen wir ja, genau. Ja, wir müssen hier hoch. Oh, irre. Schon nicht schlecht. Schon cool gemacht, so auch mit den unterirdischen Sachen. Also die Engine gefällt mir. Oh, ist schon dunkel.
Der Zug steht hier. Warum steht der hier? Weiß ich nicht. Egal, Dokumente wollte ich haben. Ja, sind hier da. Ja, ich sehe schon. Sind die unten drin? Nee, da oben drauf. Ja, warum sagen sie denn nichts? Wie komme ich denn da oben rauf? Ich weiß auch noch nicht. Ist hier eine Leiter? Leiter? Müssen die irgendwie da oben drauf? Wenn hier nicht geht, dann geht es woanders. Ich mache mal Nachtsicht an, dann sehe ich ja besser. Wo war das denn? Das war ein Hüpfer. Ja, super geil. Stand ja auch überqueren, sie Vogel. Aber wie soll ich denn da oben drauf? Na, hier so? Vielleicht. Ah, hier da. Hab ihn. Ja, ich wollen komme. Sie auch Dokumentas? Ja, muss ich. Brauche ich ja. Dokumente. Ich habe ein Perico-Flugblatt. Gucken wir uns mal an. Ja, einmal auf die Karte. Tonight, da. 21 Uhr. The most Qigong Event ja, of das the Flugblatt year. Macht Werbung für ein von DJ Perico veranstaltetes Event in Pucara. Ja, genau. Hm? So, das haben wir erledigt. Korrekt. Ich möchte noch eins dazu sagen, kurz. Hier unten sind ja auch noch ein paar, ne? Aber die sind ja nicht mehr in unserem Bereich, ne? Mm. Wir haben ja auch noch Dokumente und so was. Ich verstehe. Nee, nee, das ist nicht unser Bereich. Aber den haben wir auch schon aufgedeckt. Wir sind kurz durch die Höhle da rein. Ach, damit hat das was zu tun? Ja. Das hätten wir gar nicht in die Höhle gedürft. Egal. Okay, also den Sender, das machen wir mal nicht, weil da kommen, haben wir immer schlechte Karten bisher. Ich meine, wir können es gerne mal versuchen, aber was denn? Mit dem Mörser. Boah, fängt die Wartezeit zwischen uns und finde ich den Mörser und den. Oh, eigentlich. Wollen wir das mal machen? Wir kacken doch eh wieder ab. Ja, ich weiß, was wir abkacken. Aber wir haben mal einen Versuch wert, weil das ist wieder so verschlingert da alles. Ja, dann kommen die wieder von allen Seiten. Und wir haben Nacht und ach nee, komm. Nein. Wir halten das uns erstmal zurück. Vielleicht als letztes Mittel. Ja, vielleicht. Was halten Sie von der alten alten Silbermine? Ich hab hier was. Und zwar, ich mach da meine Dings hin. Nee, stopp. Ich mach die mal ein bisschen höher. Die alte Silbermine, die hat hier noch Fähigkeit. Da, wo ich die Markierung hingemacht habe, auf A. Ja. Das ist ein Rebellenunterschlupf, der aber von den Gegnern. Ja. Das heißt, wenn wir den frei machen, dann können wir da immer hinreisen. Das weiß ich nicht, aber wir können es gerne mal ausprobieren. Wir können es versuchen. Ist ja dunkel, kommen Sie mal. Wo haben Sie das Auto geparkt? Holen Sie den Wagen? Wir müssen, keine Ahnung, Auto steht oben, ne? Ja. Hey, Vorsicht! Lass Sie nicht vom Zug überfahren. Ja, dann nehmen wir den Heli. Nee. Doch. Wo ist der denn? Oben am Dach, ne? Ja, weiß ich nicht. Ja, der wird wohl kaum unten am Boden stehen, der Heli. Also, sie verfallen schon wieder in Heli und was weiß ich nicht alles. Guten Tag. Können Sie nicht sprechen vernünftig? Doch, kann ich. Nein, kann nicht. Das muss dann hier oben irgendwo sein. Ja, hier geht Treppe rauf. Und dann geht da bestimmt noch mal eine Treppe rauf. Hier nicht. Also ist das denn wahr? Ja. Du musst mir immer mit dem Arsch hinter. Da steht er doch. Ja, sag ich doch. Gleich mal rein. Ah. Die fliegen. Ich fliege. Also nach ja, A, genau. Oder? Ja, A. Ich hab das Kommando nicht gegeben. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Egal, fliegen Sie los. Ich kann ja wieder landen. Ja. Sie sind ja ein Witzbold, ey. Achten Sie mal darauf, dass wir nicht aus der Karte fliegen. Fällt mir ein bisschen schwer. Sie müssen links schwenkt. Ja. Links schwenkt. Links. Links. Jawohl, und jetzt geradeaus. Da unten in dem kleinen, schnuckligen kleinen Häuschen. Da ist auch irgendwo ein Uni-Date. Ja, ich gehe mal einen Bogen machen. Ja, mach mal so ein klein bisschen Bogen. Das ist viel Uni-Date. Und jetzt gehen Sie mal darüber. Da sind nämlich auch Gegner und da steht auch ein Heli. Mhm. Und wir werden uns jetzt mal oberhalb absetzen.
Irgendwo, wo sie können. Und dann machen wir den Rebellenunterschlupf frei. Wenn das geht. Natürlich geht, da sind ja Gegner. Warte, 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 ich bin noch nicht. Bisschen höher. Da sind sie aber beinahe runtergeflutscht, ne? Mhm. Runter, runter, runter. So, dann steigen wir aus. Und lassen mal unser Dröhnchen steigen, würde ich mal sagen. Was halten Sie denn davon? Sehen Sie, wie gelb das oder wie orange schon ist? Ja. Dann machen wir noch mal ein Dröhnchen, oder? Da ist schon der erste. Da ist einer. Da steht der Heli. Einer fehlt noch. Mhm. Alles aufgeklärt. Jawohl. Und ich würde mal sagen, da brauchen wir gar nicht lange rumfackeln. Es sei denn, wir lassen den Heli erstmal durch. Ja, wir lassen den auf jeden Fall erstmal durch. Und dann schnappen wir uns die alle, ne? Was halten sie davon? Ja, machen wir. Na gut. Dann machen wir das noch frei. Leute, ihr bleibt noch dabei. Ei, ei. Wir wollen nur ein bisschen hier... Wir wollen den Rebellenunterschlupf nämlich frei machen. Genau. Wir können das auch leise machen. Was halten sie denn davon? Leise? Nö. Ich finde das eine gute Idee. Ich finde das nicht gut. Ich finde das super. Ich finde das einfach rein, raus und bam, bam. Mal. Rein, raus und bam? Ja. Zack. Dann mal los. Einer fehlt noch. Ne, zwei fehlen noch. Pass auf! Ja. Oh! Es hat mich erwischt, Herr Hoxton. Hast du jetzt Auge gesagt? Ja, es hat mich erwischt. Ich liege hier. Ja, ich hab doch gesagt, pass auf. Der kommt hinter ihn rum. Er spielt gerade das Spiel einmal ums Haus und zurück. Reise nach Jerusalem. Von hinten! Pass mal auf, ich hole mir den jetzt. Er kommt da. Boah, das war knapp. Ja. Junge. Ich fand das schon sehr knapp. Ja, ich fand das jetzt doof, dass ich hier liege, aber... Und wieder ein... immer diese Nadel, ne? Ja. Nimm mal eben Muni. Ja. So, eigentlich ist der Rebellenunterschlupf frei, ne? Ach, kann ich warten, da müsste er die Tür eintreten, ne? Weiß ich nicht, müssen wir? Ja. Ich glaube, hier war das, glaube ich. War das hier? Nein. Irgendwo muss man eine Tür eintreten. Ich glaube nicht. Doch, hier. Ja. Right? Ja. Und radabum. Jawohl. Dann gehen Sie mal rein. Hier rein. Oh, Dr. Murat. Hier ist auf jeden Fall Nachschub, glaube ich, oder? Kein Nachschub. Haben wir den jetzt freigemacht oder nicht? Ich weiß nicht. Hier ist alles so dunkel. Ah, ich wollte noch ein Foto machen. Ich muss noch ein Bild machen. Ja, Foto bei Nacht. Hier ja, ist eine Waffelkiste. Ja, die ist schon die ganze Zeit da. Und hier steht was von Ausrüstung. Hm. Was? Ja. Jetzt. Und hier ist auch Nachschub. Also waren wir hier schon drin? Nee, ich habe die Tür jetzt gerade erst aufgetreten. Ja, eigentlich schon. Stimmt. Komisch. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, Freunde. Haben wir den jetzt freigemacht? Bleiben Sie mal stehen. Kommen Sie mal her. Warten Sie mal, hier ist auch eine Tür. Ich möchte auch mal treten. Ich möchte jetzt irgendwo mal so im Licht so... Ja, hier, kommen Sie mal her. Ich habe hier einen tollen Spot gefunden. Tollen Spot. Genau. Ich gehe auch meine Knie. Warten Sie mal. Ich. Bleiben Sie. Bewegen Sie sich nicht. Jawohl. Aber das macht die nicht immer bewegen. Wieder. Ne? Macht die immer wieder ein. So, hier sieht das doch. Oh, das sieht doch gut aus. Was? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch, ey, ich finde das schon gut. Okay, bald. Fertig. Ein Foto, ey, und zack. Oh, ich häng wieder. Das ist immer so, Leute, dass du dann ein Foto machst und dann bleibst du hängen. dann musst du warten, bis sich das Ding wieder irgendwie bewegt. Er hängt und hängt und ja, hängt. Ja, der hängt noch. Hört sich komisch an, aber ist so. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Ja, jetzt ist er wieder. Alles klar. Alles klar. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Alles klar, mach's gut. Tschüss.